Fortsetzung der Sitzung vom 8. des Monats. Heute ist Freitag, der 9. April 2004. Wir beginnen die Sitzung um 9.23 Uhr. Anwesend sind Georg Viktor Brandt, im Einsatz als Student der Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Berlin. Oberste Sicherheitsstufe, höchste Gefährdungsklasse. Es gelten die angeordneten Szenarien. Sowie als zugeteilter Coach Ned Mickler. Standort Berlin. Wo sind wir hier eigentlich? Im Hotel Avalon. Keine Sorge, Herr Brandt. Die Räumlichkeiten sind sicher. Woher wissen Sie das, Mickler? Wollen wir weitermachen? Wir waren beim Mord an Kennedy, bei JFK und seiner berühmten Rede, die er am 25. Mai 1961 vor dem US-Kongress gehalten hat und in der er das amerikanische Mondfahrtprogramm als Reaktion auf den Sputnik-Schock ankündigte. Die Apollo-Mission. Was macht Ihnen solche Angst, Georg? Was ist passiert in der letzten Woche? Was hat Sie so aus der Bahn geworfen? Es lief doch bis zu unserem letzten Treffen alles nach Plan. Die sind ohne Maß. Diese Leute agieren ohne Limits, ohne Grenzen. Denen ist nichts heilig. Ja, ich weiß, aber das haben Sie doch gewusst, Herr Bach. Wir haben Sie darauf vorbereitet. Ein Spiel ohne Limit, mit brutalen Regeln. Sie sind für diese Aufgabe ausgewählt worden, weil Sie solche Dinge immer gut trennen konnten. Man kann Ihnen in die Nieren schlagen, Georg, aber Sie bleiben ruhig. Sie wissen, dass man Sie umbringen wird, doch Sie verlieren Ihre Aufgabe, Ihr Ziel niemals aus den Augen. Niemand kann Sie bluffen. Ich verstehe, dass der Druck gewaltig ist. Darum sind wir hier. Ich will Ihnen helfen, da auch weiterhin durchzukommen. Sie haben uns einen riesigen Schrecken eingejagt. Wo haben Sie mich gefunden? Auf einer kleinen Insel in der Ostsee, Ruden. Da gibt es eine alte Lotsenstation und ein paar Bienenzüchter. Einer von denen alarmierte den Staatsschutz, als er sie fand. Wir waren zum Glück etwas schneller. Wollen wir jetzt darüber reden, wie Sie da draußen hingekommen sind? Bienen? Ja. Und keine 10 Kilometer südlich von Ruden befindet sich der Ort Peenemünde auf der Insel Usedom. Noch mehr unbekannte Flugobjekte. Und auch ziemlich bekannte Flugobjekte. Sie sprachen von Kennedy und dem Raketenprogramm der Amerikaner. Das alles begann in Peenemünde mit den Forschungen Werner von Brauns und der V2 der Nazis. Ist das der Link, von dem wir hier reden? V2? Die Vernichtungswaffe hoch 2. Ich hatte nicht geahnt, dass es darum gehen würde. Was meinen Sie? Raketentechnik. War Ihnen bewusst, Mickler, dass die V2 der Nazis die Mutter aller Kurz- und Langstreckenraketen ist? Egal, ob auf amerikanischer oder russischer Seite? Ja. Und dass der gleiche Mann, der die V2 entwickelt hat, die Saturn-5-Rakete der amerikanischen Mondmissionen entwarf? Werner von Braun. Ja, 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 den erwähnten Sie ja bereits. Was ist also passiert seit dem letzten Wochenende? Was hat Sie so schwer erschüttert, mein Freund? Erzählen Sie doch endlich, mein Freund. Also gut. Ich glaube, ich bekomme langsam die verschiedenen Fäden wieder zusammen. Aber es ist verdammt heftig, wirklich verdammt heftig. Mein Gott. Es begann gleich am Freitag nach unserer letzten Besprechung. Erinnern Sie sich, Mickler? Sie hatten dieses Tonband von Nolo, Tamara Solnsekov und diesem anderen Typen, den sie Boris nannte. Sagen Sie, Mickler, glauben Sie wirklich, dass das Boris F. Tron sein könnte? Der ist doch tot. Oder etwa nicht? Boris ist ein häufiger Name im Osten. Und Ihre Freundin Tamara stammt aus Usbekistan. Das liegt im Osten, im Orient. Aber erzählen Sie weiter, was passiert ist. Den Rest klären wir später. Okay. Also, ich dachte, es wäre eine gute Idee, diesen Mädchen mal zu folgen. Sie schienen erstaunlich gut gebrieft zu sein für ein Opfer.
Ich erwischte sie auch tatsächlich noch vor diesem Reisebüro, von dem wir immer dachten, sie würde dort nur arbeiten. Aber der Laden war, ist wohl viel mehr. Stützpunkt, Unterschlupf, Schaltzentrale, was auch immer. Und Sie haben das Mädchen dort noch erwischt? Oh ja, ich hätte sie eigentlich auch nicht erwartet, aber ich war mit meinem Kommilitonen unterwegs, meinem Kumpel Kim Schmidtke. Er kann es bezeugen, wenn Sie mir nicht glauben. Doch, doch, kein Problem. Erzählen Sie nur weiter. Das Mädchen nahm ein Taxi, wir hinterher. Es ging kreuz und quer durch die Stadt, ohne Sinn und Verstand. Ich war mir bald sicher, sie wollte mögliche Verfolger abschütteln. Und tatsächlich, ihr Wagen hielt irgendwann mitten auf der Stadtautobahn, mitten auf der Fahrbahn. Unser Chauffeur konnte gerade noch bremsen. Scheiße. Warum halten die hier mitten auf der Straße? Das werde ich gleich rausfinden. Hey, du kannst hier nicht aussteigen. Ach, pass auf. Lolo, mach das Fenster auf. Hallo, T-Rex. Auch auf Erkundungstour? Du und dein Freund, ihr verfolgt mich doch hoffentlich nicht. Was willst du? Was ich will? Meine Ruhe. Ich brauche keine Aufpasser mehr. Oder Typen, die mich verfolgen. Geh nach Hause. Oder dahin, wo der Pfeffer wächst. Aber lass mich in Ruhe. Ich liebe dich. Wirst du jetzt zu so einem Stalker, der einem immer hinterherläuft? Verschwinde und vergiss mich. Hast du verstanden? Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Das ist es ja gerade. Meinetwegen. Trotzdem lautet meine Antwort nein. Siehst du den BMW da hinten? Ja? Warum? Vier Männer, zwei Kalaschnikows und ein sehr eindeutiger Befehl. Also versuch nicht weiter mir zu folgen, capito? Okay. Wenn du solche Geschütze auffährst. Fahrer, los, weiter. Dann tschüss. Bis bald, meine große Liebe. Sie haben sie also verloren, Brandt. Da auf der Autobahn. Nicht wirklich, Dr. Meckler. Ich verstehe nicht. Eines dieser neuen GPS-Module. Ich hab's unbemerkt aufs Autodach kleben können. Nach 10 Minuten verschwand der dunkle BMW und wir konnten die Verfolgung wieder aufnehmen. Jetzt begreife ich. Sie hatten ja noch diesen Laptop von Tron. Was ist aus dem eigentlich geworden? Also aus dem Laptop? Komme ich noch drauf zurück. Ich hatte so nun jedenfalls dieses Taxi und damit dessen Insassen auf dem Bildschirm. Die Fahrt ging nach Nord-Nordost aus der Stadt hinaus und, wie Sie sich denken können, nach Usedom, nach Peenemünde. Was um Himmels Willen hat das Mädchen da zu suchen gehabt? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Verdammt. Die Server von unserem Freund ING, richtig? Die vielen Server, die ihm irgendwer bei seiner überstürzten Flucht aus seinem Mainzer War Room geklaut hat. Dieses durchtriebene Miststück sagte ja, sie hätte INGs Datenspeicher irgendwie an sich gebracht. Aber dann... Ganz genau. Das Gedächtnis der Hirsche. Und Nolo hat uns tatsächlich ohne weitere Umwege direkt ins Nest des Adlers geführt. Mann, was für ein schriller Ort. Hast du eine Ahnung, T, was das hier ist? Ein ehemaliges Kohlekraftwerk, mein lieber Kim. War früher für die Stromversorgung der Heeresversuchsanstalt Peenemünde zuständig. Östlich von hier wurden im Zweiten Weltkrieg die ersten Marschflugkörper der Welt zusammengeschraubt, unter anderem die V-2. Hier im Westen der Insel befand sich zeitgleich eine Erprobungsstelle der Luftwaffe, auf der die Dinger dann getestet wurden. Man schoss die Raketen von hier aus über die Ostsee Richtung Finnland. Also quasi ein kleines deutsches Cape Canaveral. Na, du hast es bei der Herfahrt gesehen, so klein ist das Gelände gar nicht. Eigener Hafen, Großflugplatz, Hangars. Auch wenn das meiste nach dem Krieg von den Russen demontiert und nach Baikonur geschafft wurde. Man ahnt noch ziemlich gut, wie das damals hier gewesen sein muss. Ja, draußen stand ja noch einer von diesen V-2-Raketen. Die Hardware ging also an Mütterchen Russland, die Software, die Leute, die Ingenieure mit all ihrem Wissen, an die Amerikaner. Ja, Werner von Braun und sein Team, ganz genau. Das war bestimmt die wertvollste Kriegsbeute, die die Amis je gemacht haben. Okay, aber heute ist das alles doch nur ein Museum. Noch nicht mal Strom wird hier noch produziert. Was also suchen wir hier? Beziehungsweise, was sucht die bezaubernde Nolo hier?
Das fast ex-blonde Partygirl, das sich ganz plötzlich als echtes Bond-Girl herausstellt. Was quatschst du denn da? Hey, sei mal ruhig. Ja, hier sind wir in Deckung. Da hinten ist die gesuchte Madame. Kannst du erkennen, wer bei ihr ist? Negativ. Er steht im Halbschatten. Wollen wir näher ran? Noch nicht. Lass uns abwarten. Das brave Mädchen hat uns hergeführt und wir haben die Kalaschnikows in ihrem Schlepptau ausgetrickst. Ich habe keine Lust, denen wieder vors Zielfernrohr zu laufen. Vorsicht! Die kommt zurück hier in unsere Richtung. Los, Entdeckung! Weg, Gäste! Weiß ich jetzt! Dieser Gennady, also russischer Geheimdienst? Ach, keine Ahnung. Ja, ich konnte nichts sehen. Du hast mein Gesicht ja da in die Mauer hinter dem dreckigen Heizkessel gedrückt. Dankeschön. Scheiße, wie siehst du jetzt? Sorry, das war keine Absicht. Das wäre ja auch noch schöner. Los, komm. Wir gucken nach, ob sich unser Verdacht bestätigt. Ich wette, die haben diese verfluchten Server hier versteckt. Nolos Lebensversicherung. Also darum geht's. Da. Da muss es sein. Eine stabile Stahlschiebetür. Kim, ich vertraue auf dich. Danke auch. Bitte. Wenn ich nicht meine Dietriche hätte. Ich krieg es. Scheiße. Ich krieg's nicht. Oh, doch. War doch leichter als gedacht. Du bist halt der Beste. Danke. Brennt sogar noch ein Licht für uns. Los, rein. Scheiße auch. Klaut man so viele Server, ich meine Rechner auf einmal? Verwirrung stiften und UPS schicken. Ich hab gesehen, dass es funktioniert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir versuchen, die Dinger zum Laufen zu bringen. Die wurden hier ja nur geparkt, unplugged. Mitnehmen können wir sie nicht. Also versuchen wir doch einfach mal, ein paar Daten zu sichern.